Willkommen zurück zur Hausbaureihe. Ja, bevor ich jetzt mit der Raumaufteilung weitermache, wo wir ja letztes Mal viel dran gearbeitet haben, wollte ich jetzt erstmal hier irgendwas finden für die Balkone, die ja bisher noch ungestaltet sind unten. Ja, weil ich da halt irgendwie erstmal gucken wollte. Ich probiere erstmal das aus, wie das denn hier aussieht. Denn mein Problem ist, dass ich finde, dass das nicht so toll aussieht. Ich meine, es ist eigentlich Ansichtssache. Ich könnte das auch gut aussehen. Ich probiere gerade mal eben ein bisschen rum, ob das gut aussehen könnte oder nicht. Weil eigentlich so schlecht ist das gar nicht, oder? Wenn ich mir das jetzt so recht überlege. Da muss man ein bisschen gucken. Tobi hat ja die Idee gebracht, dass es einfach nicht so auffällig sein soll. Dieses Ding jetzt aber trotzdem irgendwas mit Stein. Da gucke ich mal, wie man das machen könnte. Ansonsten wurde da jetzt nicht viel von euch dazu gesagt. Finde ich auch verständlich, weil ja, ist halt der Boden hier von dem Teil, ne? Ist halt nicht ganz so spannend. Ansonsten habt ihr auch viele Ideen zur Gestaltung der Räume gebracht. Das fand ich ganz toll. Werden wir also auf jeden Fall auch nochmal schauen, wie wir das gestalten wollen. Da werde ich dann gleich mal gucken. Ich finde, das sieht gar nicht so schlecht aus, wenn wir das einfach so lassen, ehrlich zu sein. Ich weiß, ich kann das jetzt gerade nicht mit Bestimmtheit sagen, ob mir das zu 100% gefällt, aber das ist jetzt eigentlich gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Dann muss das hier aber auch wieder sowas hier werden. Oder lieber so. Ich glaube, so gefällt mir das besser, ja. Ja, würde ich schon sagen. Nee, das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Dann lassen wir das einfach so. Dieses Dingens da, ja, den Boden. Ja, komm, den können wir eigentlich auch gleich mal mitmachen. Wenn ich schon einmal dabei bin, würde ich schon sowas in der Richtung sagen. Das sieht eigentlich auch schon so vom Typ her gerade echt gut aus. So grob. Deswegen, wie gesagt, würde ich das schon so ähnlich lassen, fast. Nicht ganz so, weil das ist zu sehr wie dieser Holzton, finde ich. Das ist noch ein bisschen zu stark in diese Richtung. Echt ein bisschen dunklerer Holzton wird hier gut tun. Okay. Ja, ist es zu dunkel? Ich will es ja auch nicht zu dunkel. Ich glaube, es ist ein bisschen zu dunkel. Es soll aber auch nicht zu sehr diese Farbe hier sein. Es ist ein bisschen schwer. Gerade ist es irgendwie zu 100% diese Farbe. Ja. Das ist echt schwer. Ich finde es allgemein schwer, Holztöne zu machen. So mittelbraunes Holz, das dann, ja, was dann halt nicht überall gleich aussieht. Ich finde das allgemein sehr schwer. So, ja. Das gefällt mir auf jeden Fall schon deutlich besser. Kann sich auch immer noch ändern, also da könnt ihr auch gerne eure Meinung zu sagen. Vielleicht soll ich den Zaun halt doch auch ein bisschen dunkler machen. Allgemein. So, vielleicht mehr in Richtung dieses Schwarz. Dieses Dunkelbraun. Ich weiß es halt leider nicht. Lassen wir den erstmal so. Vielleicht könnt ihr da noch ein paar Ideen zu nennen zu diesem Balkon. Das ist ja eigentlich auch Außengestaltung, also vielleicht noch jetzt noch nicht ganz so wichtig, beziehungsweise kann man alles immer ändern. Aber zur Inneneinrichtung habt ihr mir viele tolle Ideen gebracht. Wir werden hier unten auf jeden Fall so einen kleinen Partyraum machen. Wo man was trinken kann, wo man ein bisschen tanzen kann und so. Das stelle ich mir auf jeden Fall sehr schön vor. Ja, mache ich den so. Ich den so machen. Ich überlege gerade, ob ich den so zusammen mache. Und dafür, dass dann halt so rum, also dass das Badezimmer so rum ist und ich dann hier diese komische Ecke habe. Oder ob ich das so wie eben halt ein bisschen offener gestalte. Und dann würde ich hier die Tür nach außen machen. Ich weiß sowieso noch nicht, wo ich die Ausgangstür hinmache. Vielleicht ist das sogar die bessere Idee. Würde ich einfach die hier wieder nehmen.
Vielleicht ist das sogar die bessere Alternative. Dann könnte man hier noch irgendwas Schönes Dekoratives hinstellen. Hier ist halt ein bisschen Flur. Ich glaube, das wäre gar nicht mal so schlecht. Hier, was die Küche angeht, die können wir natürlich auch noch ein bisschen umgestalten. Also die können wir quasi von der Größe her auch so machen oder so. Da weiß ich noch nicht ganz, wie ich das machen möchte. Ich wollte ja eigentlich schon hier den kleinen Vorratsraum behalten. Aber vielleicht, wie gesagt, könnten wir hier auch noch eine kleine Ecke machen. Also entweder kommt dann hier halt die Eingangstür hin oder halt eben hier an die Seite, dass man hier quasi, also ja, ich weiß noch nicht ganz, wie ich das mit den Türen machen werde. Ich habe natürlich die Tür nicht vergessen, sondern die habe ich halt einfach noch nicht reingesetzt, weil es ja erstmal wichtig ist, die Räume überhaupt festzulegen. Da braucht man ja nicht die Türen die ganze Zeit. Ich mache die immer erst am Ende, wenn ich weiß, wie all die Räume aussehen sollen. Das ist soweit in Ordnung. Und dann hier oben, ihr seht schon, ich habe es ja erwähnt, diese Blätterviecher, die gehen da durch. Da werden wir später noch irgendwie das anders machen. Es war ja nur erstmal so ein erster Test, wie wir das Ganze hier gestalten können. Ich mache die mal ganz weg erstmal. Also da kommt auf jeden Fall nochmal was hin, aber halt nicht die Teile, weil die gehen da halt so rein. Ihr hattet gesagt, dass ich das Badezimmer für die Kinder eher so ein bisschen in die Nähe der Kinderzimmer machen soll. Dazwischen wüsste ich jetzt nicht genau wo. Da könnte man höchstens das hier oder so machen. Aber dann finde ich das mit dem Zimmer, dann ist das ein bisschen zu klein und dann müsste ich das wieder größer machen, dann wäre das so unförmig. Deswegen dachte ich jetzt eher in Richtung, dass ich das vielleicht hier hin mache, dass das das Kinderzimmer, das Kinderbadezimmer ist. Dann kann das eine von hier direkt hin, das andere muss halt ein bisschen weiterlaufen. Ist halt Pech. Ja, dann wäre hier auf jeden Fall das Schlafzimmer der Eltern, dann hier deren Badezimmer dazu. Und dann hätten wir hier auf jeden Fall noch einen großen Bereich, auch das hier noch mit dazu, wo wir auf jeden Fall in Richtung Wohnzimmer was machen werden, auch vielleicht einen kleinen Arbeitsbereich. Jemand hat vorgeschlagen, das wie so eine Art Galerie zu gestalten, also ich würde mal sagen, so das hier zum Beispiel wegzunehmen, dass man hier nach unten schauen kann. Ist an sich eine coole Idee, nur wenn man hier oben halt das Arbeitszimmer haben will, und dann hier quasi freie Luftlinie nach unten zum Partyraum haben will, kann man nicht gleichzeitig arbeiten, wenn hier unten gefeiert wird. Ich glaube, das ist nicht ganz so sinnvoll. Ich weiß nicht, also man könnte es ja halt trotzdem machen und dann sagen, so ja, dann arbeitet hier oben halt keiner, während unten gefeiert wird. Aber ich finde es allgemein, es braucht halt irgendwie noch einen Wohnbereich. Ich weiß nicht, ob ich den Wohnbereich hierhin machen will. Der würde sich natürlich auch so ein bisschen anbieten. Das Ding ist nur, dass ich jetzt gerade nicht weiß, wo, weil wir haben quasi überall Türen. Wir haben hier Türen, hier eine Tür, da ist eine Tür und hier brauchen wir natürlich auch einen Eingang hin. Das heißt, es ist so ein bisschen Raum, der irgendwie von allen Seiten begangen wird, wo hier nicht sonderlich viel Platz ist, zum Beispiel für einen Fernseher an der Wand oder so. Man könnte halt höchstens hier mitten rein in den Raum einen Fernseher und ein Sofa stellen, aber ich weiß halt nicht. Also wisst ihr, wie ich das meine? Das ist halt ein bisschen schwer hier jetzt das zu gestalten, wenn hier an jeder Ecke Türen sind. Ist halt ein bisschen ungünstig, um ehrlich zu sein. Ich wüsste halt nicht, was ich da jetzt draus machen soll. Hier haben wir auf jeden Fall, wie gesagt, ziemlich viel Platz. Ja, bevor ich es vergesse, jemand hat vorgeschlagen, die Fenster entweder weiß zu machen, damit sie nicht so auffallen. Aber einen anderen Vorschlag fand ich noch besser. Und zwar hier einfach die Fenster von da vorne nehmen. Nehmen wir mal die hier, so. Und oben würde ich dann die mit den Blümchen machen, weil unten, finde ich, passt das nicht. Obwohl, unten passt das eigentlich auch, oder? Ja, doch, eigentlich, ich würde es bei beiden Etagen machen. Ja, auf jeden Fall diese Fenster hier zu nehmen. Das sieht auf jeden Fall schön aus. Da hat die Person auf jeden Fall vollkommen recht. Das ist besser als diese komischen kleinen Fensterchen. Die sahen da irgendwie verloren aus, vor allem auch von innen. Ja, dann geht es halt vor allem darum, um die Ecke hier. Also, das hier unten finde ich so ganz in Ordnung bisher. Dann machen wir hier halt auf jeden Fall einen kleinen Partyraum mit einer Bar, mit ein paar Sitzgelegenheiten, mit Musik auf jeden Fall. So in der Richtung, dass man hier sich auf jeden Fall hinsetzen kann, ein bisschen was trinken kann abends, ein bisschen feiern kann und so. Und hier oben würde ich auf jeden Fall, wie gesagt, irgendwas Arbeitsbereichmäßiges und was. Sowas Wohnmäßiges machen.
Das Ding ist halt, ich könnte hier versuchen, einen kleinen, ich einen kleinen Gang hinmache, dann ist hiervon auch nicht mehr viel übrig. Es ist halt so ein bisschen verlorener Raum, um ehrlich zu sein. Ja, ein bisschen schade. Vielleicht kann man das irgendwie neu arrangieren. Ich muss mal eben gucken. Mit den Kinderzimmern. Ob man das hier irgendwie wieder, ob man das irgendwie neu arrangieren kann. Vielleicht doch hier hinten das Badezimmer. Das kann ja ruhig auch ein bisschen größer sein. Und dann hier, ein Kinderzimmer hin. Ich meine, es ist trotzdem noch verlorener Raum dann, um ganz ehrlich zu sein. Ich finde das ehrlich gesagt nicht unbedingt besser, das so zu machen. Weil, ja, das ist halt immer noch eine verlorene Ecke quasi. Wo ich halt jetzt nicht wüsste, was genau man hier reinmachen könnte. Oder halt in die Ecke quasi. Das wäre halt so ein bisschen, hier wäre dann eine Tür, hier müsste irgendwo eine Tür hin. Was gibt es denn für Sachen? Ich muss mal ein bisschen gucken, ob man hier irgendwas Sinnvolles draus machen könnte. Es kann sehr gut sein, dass ich das hier auch ein bisschen für ein Tier einrichten werde. Ein Hund oder eine Katze oder für beides quasi. Sodass wir daran natürlich auch denken können, dass die hier auch ein paar Möglichkeiten haben. Ich meine, man könnte hier, keine Ahnung, ein Chemielabor oder was weiß ich was, irgendwas hinstellen, womit die sich beschäftigen können. Aber es ist halt irgendwie auch komisch, finde ich, diese Ecke hier. Also ich finde die Ecke hier allgemein ein bisschen komisch. Vielleicht sollte ich auch statt hier diese Tür, also dass ich die Tür halt auch wieder dahin packe, so wie sie halt auch schon unten ist, mache ich hier ein Fenster hin. Ich fand das eigentlich sehr schön, dort die Tür zu haben, aber... Vielleicht ist es da ein bisschen besser. Und dann können wir den Raum vielleicht auch ein bisschen besser nutzen. Halt als... Ja, also ich würde es hier ehrlich gesagt sogar so als kleine... kleine Fernsehecke nutzen? Ich weiß nicht genau. Warte mal, ich mach das mal wieder zurück. Ich fand den vorherigen Aufbau ehrlich gesagt ein bisschen schöner, ein bisschen natürlicher, so wie der aussieht, um ehrlich zu sein. Aber dann könnte ich trotzdem... hier halt das, die Tür wegmachen und das Fenster dahin. Wie gesagt, vielleicht ergibt das mehr Sinn, dass wir dann hier ein bisschen mehr Platz haben. Hier auf jeden Fall irgendwas hinpacken können. Dann... Also, ja, ich weiß halt echt nicht, was ich hier hinräumen soll. Also, was hier in diese Ecke soll. Für mich ein Büro sollte halt ein ruhiger Ort sein. Das sollte weder halt ein Ort sein, wo unten drunter direkt ein Partyraum ist, wo es halt immer laut ist, noch sollte das hier ein Durchgangsraum sein, wo die Kinder die ganze Zeit hin und her latschen. Das ist ja auch vor allem, Arbeitsraum sollte immer was sein, wo die Kinder nicht unbedingt so oft sind. Deswegen ist es ein bisschen schwer, da jetzt was zu finden. Ich meine, wir können hier auch einfach den Arbeitsbereich hinmachen, das ist ja nur ein Problem, aber das ergibt für mich nicht so viel Sinn, das genau dahin zu machen. Hier, wie gesagt, auf jeden Fall irgendwas Wohnzimmermäßiges. Ich finde die Galerie-Idee gar nicht so schlecht. Es ist halt nur das Problem, dass hier unten direkt ein Partyraum ist. Das macht das Ganze ein bisschen unsinnig, um ehrlich zu sein. Wie gesagt, wir könnten hier auch einfach einen Wohnbereich hinmachen, dann ist es halt laut. Muss man halt den Fernseher lauter stellen, wenn unten gefeiert wird. Ich weiß halt echt nicht, was ich damit machen soll, um ganz ehrlich zu sein. Also ich weiß es echt nicht. Es ist echt schwer, da jetzt irgendwie was zu finden. Ja, ich weiß, ihr habt doch echt viele schöne Ideen gemacht, aber... Ich weiß halt nicht. Ich weiß halt echt nicht, wie ich das umsetzen soll. Das ist schwer. Ich habe aus einer anderen Perspektive geguckt. Wie ich das
eben mal kurz weg. Aus einer anderen Perspektive sieht das vielleicht ganz anders aus. Dann würde ich auf jeden Fall hier Kinderzimmer hinmachen. Hier noch eins. Hier das Badezimmer. So. Dann. Was macht man denn hin vor die beiden Kinderzimmer? Es gibt halt jetzt nicht wirklich was halt irgendwie Sinn ergeben würde. Man könnte so ein kleines Domino-Spiel oder irgendwas hinsetzen. Irgendwas, womit die Kinder halt zusammen spielen können. Dann können wir das quasi auch so lassen. Dann setzen wir hier ein kleines Domino-Spiel oder so hin. Aber das ist halt aus Showtime. Gibt es halt irgendwas anderes, was wir da hinpacken könnten für die Kinder? Womit die sich halt beschäftigen können aus einfach tierisch oder aus dem Hauptspiel oder so. Das wäre echt schön, weil sowas könnten wir halt echt hinpacken. Irgendwas Kleines, was hier halt Sinn ergeben würde. Ich wüsste halt jetzt gerade nur nicht was. Es gibt da jetzt nicht unbedingt irgendwas Besonderes. Und so ein Teil, das ergibt hier halt nicht viel Sinn. Vor allem, weil das halt auch eher für kleine Kinder aussieht. Und nicht für größere. Es ist halt ein bisschen schwer, jetzt was zu finden, was hier in die Ecke passt, finde ich. Ansonsten ist das ja gar nicht so schwer oder so schlimm. Ich weiß halt nur dann echt nicht, was ich da mit der Ecke machen soll. Das ist mein Hauptproblem quasi. Deswegen überlege ich halt die ganze Zeit, was ich da machen kann. Dann hier auf jeden Fall halt Wohnbereich. Ich würde vielleicht hier eine kleine Ecke fürs Büro machen, also halt mit einem ordentlichen Schreibtisch und so. Den vielleicht ein bisschen abtrennen mit einem Raumtrenner oder so. Vielleicht eins zu weit. Also. So. Das war halt auch nicht, keine zu komische Form werden, aber dann könnte man hier halt, wie gesagt, einen kleinen Arbeitsbereich hin machen und dann wäre das hier halt der Wohnbereich. Und dann hier halt, ne, ihr wisst schon. Ich weiß nicht, ob ich den Flur ganz abtrennen soll oder ob der halt hier offen sein soll. Da habe ich jetzt keine Ahnung, was besser wäre. Kommt halt auch so ein bisschen drauf an, was da jetzt dann hin soll. Ne? Ja, ich würde das halt jetzt erstmal vom Groben her so lassen ungefähr. Und natürlich kommen dann hier überall Türen hin. Würde ich sagen, hier kommt die Tür so ungefähr hin. Dann... ja, vielleicht so und so. Und hier die Tür zum Schlafzimmer, zum Badezimmer hin. Dann das Bett würde ich vielleicht hier irgendwo hinstellen. Das heißt, ja, hier irgendwo die Tür. Und dann... ja, ich würde schon sagen, zur Küche, Esszimmer so eine Tür. Zum Vorratsraum. Irgendwie so. Aber hierhin zum Partyraum könnte man quasi auch so einen schönen Durchgang machen. Entweder sowas hier, sowas finde ich eigentlich auch immer ganz schön, ganz passend. Also finde ich auch in Ordnung für drinnen. Das finde ich nicht nur eine Eingangstür, sondern halt auch so eine Glastür halt einfach. Oh, die ist neu! Wie cool ist die denn? Die ist ja voll schön. Oder halt, ich nehme halt voll gern die, aber jetzt haben wir die halt schon für draußen, da weiß ich halt nicht, ob sich die noch eignen würde. Das ist halt so eine richtig schöne Schiebetür. Wir können aber auch die nehmen, weil es ist ja sowieso der modernere Teil. Dann nehmen wir einfach die. Ich habe die jetzt alle noch nicht eingefärbt, ist klar. Kommt noch. Nur für alle, die dann immer sagen, so, ja, du hast das doch vergessen und das kannst du noch einfärben. Ja, weiß ich. Ist doch in Planung.
Oh, jetzt fällt mir gerade ein, das ist ja unser Esszimmer. Warum haben wir so eine riesige Küche? Was mache ich denn da in der Küche, ey? Okay. Ich weiß noch nicht genau, was ich mit der riesigen Küche machen werde. Ich dachte mir eben, als ich angefangen habe zu spielen, so, ja, dann kann hier halt noch ein Essbereich hin, aber jetzt haben wir ja einen extra Essbereich. Wow, okay, da muss ich mal gucken, wie wir das machen werden. Das könnte ja quasi noch mal ein extra Wohnzimmer werden, aber das würde auch nicht so viel Sinn ergeben. Ja, das ist auf jeden Fall in Ordnung. Wie gesagt, die Türen mache ich eigentlich meistens erst, wenn ich mit der Einrichtung beginne. Und ich möchte jetzt eigentlich noch nicht mit der Einrichtung beginnen. Ich würde eigentlich eher sagen, wir haben hier von der Außengestaltung das relativ abgeschlossen. Ich probiere das hier nochmal mit den Blümchen. Ob man da was Besseres findet, da würde ich einfach hier zu dem Klee oder den Gänseblümchen und sowas tendieren. Die einfach dahin packen. Geht natürlich nicht anders, als dass das nicht ganz so cool aussieht. Vielleicht haben wir hier noch ein bisschen davon. Das könnte vielleicht helfen. So. Sollte hier auch noch was von hin. Aber ich denke mal so vom Prinzip her, weil die sind halt einfach zu groß, um die dahin zu packen. Mir ist vor allem gerade aufgefallen, dass das zufälligerweise von den Farben her richtig gut zu den Blümchen hier passt, weil dieses alles rosa. Rosa, Pink, das passt richtig gut zusammen. Ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Ich würde hier gern so stattdessen abgerundetes oder sowas nutzen. Okay, das sieht man hier nicht so richtig. Oder so ein halbes. Statt des Ganzen. Also um das einfach ein bisschen aufzulockern. Vielleicht hier mal das abgerundete. Halt einfach damit es hier nicht immer so ganz voll ist mit Blümchen, sondern so ein bisschen weniger halt einfach. Das hier drin? Nee, ne? Doch ein bisschen. So. Auch noch ein bisschen. Ist auch noch, wir wollen ja keine Blümchen hier drin haben. Ja, das sieht schon mal besser aus an der Stelle. Und jetzt allgemein auch noch mal ein bisschen. Also hier vielleicht auch noch mal. Und dann hier noch mal. Einfach, dass die Natur auch draußen bleibt. So. Da ist noch ein Pixel. Ich sehe noch ein Pixel Grünes. Das geht gar nicht. Okay. Ja, das sieht auf jeden Fall schon ein kleines bisschen besser aus. Ja, wie gesagt, so ungefähr würde ich das jetzt erstmal lassen. Und dann würde ich sagen, fangen wir an, damit hier eine schöne kleine Scheune, einen Pferdestall hinzubauen, wo auf jeden Fall die Pferdis Platz haben. Denn es ist ja nicht nur das Haupthaus, wo die Sims wohnen, sondern halt auch natürlich die Scheune, der Stall, in dem die Pferde wohnen sollen, weil das ist hier ein Haus mit, also für Leute, die Pferde haben und denen natürlich auf jeden Fall auch genug Platz gönnen wollen. Deswegen würde ich das gleich mal beginnen. Joa, natürlich sollte das ebenerdig sein, also nicht so wie hier auf dem Fundament. Das ist übrigens etwas, was bei Sims 4 nicht funktioniert. Ich weiß nicht, da müssen wir den Baum ein bisschen schauen. Sollten höchstens hier anfangen. Ja, das ist quasi unsere Grenze so ein bisschen. Hinten können wir vielleicht ein kleines Strohlager machen oder so. Dass wir hier ein bisschen Stroh hinpacken, würde ich sagen. Dann können wir hier die Scheune hinmachen, quasi. Ich würde die auch im Allgemeinen nicht zu weit an den Rand packen, sondern halt hier so ein bisschen hin. Ich hole mir mal ein paar von den Pferdeställen, um das ein bisschen auszumessen, wie groß das sein muss. Aber es ist jetzt egal, ob ich das den teuren oder den günstigen nehme. Ich würde aber eigentlich sogar das teure nutzen hier für das Ding. Ich würde die beide vielleicht so machen.
Und dann einmal so eine Tür zur Seite raus und einmal halt so ein großes Ding nach vorne. Wie weit vorne war das jetzt? Eins weiter, okay. Geht das so von der Form her? Ist ein bisschen. Ja, vielleicht eins weiter noch. Ja, so sollte das gehen. Dann würde ich sagen, machen wir das hier noch ein bisschen höher. Ich werde mal gucken, wie ich das mache von der Gestaltung her. Ich möchte, dass es wie eine ordentliche Scheune aussieht. Huch. Und da gucke ich mal. Einmal die Cheats eingeben und dann kann ich das ein bisschen niedriger machen hier. So. Ja, so ungefähr. Ach ja, genau. Ich muss ja ein bisschen auf die Tür achten. Ich meine, ich werde die Tür sowieso mittig machen. Das Tor, das riesige hier. Eins von den beiden aus Dingens. Wenn ich das jetzt gerade finden würde. Nicht blöd. Wo sind die denn? Warum sehe ich die denn gerade nicht? Ich bin gerade irgendwie echt blind. Ah, hier, okay. Das ist ein bisschen unsymmetrisch. Ah, die sind beide asymmetrisch. Nein! Das kann weg. Ich muss mal eben gucken. Kann ich das dann machen? Okay, entweder ich mache es noch eins breiter oder eins dünner. Ich mache es ehrlich gesagt lieber eins dünner. Dann ist es nämlich symmetrisch. Das geht nämlich sonst gar nicht. Wenn das Tor nicht in die Mitte passt. Das darf nicht sein. Keinesfalls. Das war jetzt zu viel. Nur diese Reihe bitte, danke. Ja, und dann wie gesagt, würde ich hier auf jeden Fall das Tor hin machen. Jetzt übersehe ich das schon wieder. Das oder das. Ich würde sagen, das ist eigentlich schon fast zu groß für diese Scheune, oder? Ich fast sogar schon lieber das hier sagen. Und dann gehört hier auf jeden Fall noch mal ein Dach drauf. So. Das würde ich aber auch nicht so hoch machen, sondern vielleicht eins tiefer. Mal gucken, wie genau das passt. Denn ich möchte halt so typische Scheune halt. Die ist halt so ungefähr aufgebaut. Würde ich mal behaupten. Eben hier so an den Seiten. Bam und bam. Und dann hier oben noch einmal. So ungefähr ist die aufgebaut, wenn noch nicht ganz so hässlich. Sondern ein bisschen mehr. So in die Richtung. Wobei das irgendwie ein bisschen blöd aussieht, ne? Das ist hier zu breit, finde ich. Vielleicht sollte ich das doch eher höher machen. Vielleicht sollte ich das da doch auf der Höhe lassen, aber ich finde, das sieht auch nicht gut aus. Ja, es ist, mein Problem ist, diese Scheunen sind immer zu breit, finde ich. Und dann sieht das nicht gut aus. Aber man braucht das halt für die Pferde, muss das halt eine bestimmte Breite haben, weil die da sonst nicht rauskommen. Ich meine, wenn ich das jetzt längs drehen würde, so habe ich gesagt, so, bräuchte ich das halt noch mehr Platz. Dann könnte vor allem das Tor nicht mittig sein. Also, das geht eigentlich auch gar nicht. So, wenn ich das jetzt mache und das wieder eins tiefer,
Wie sieht das denn dann aus? Hier und da unten einmal. Und dann wieder hier. Das sieht auf jeden Fall schon besser aus. Ich finde, das sieht halt trotzdem einfach zu breit aus, ganz ehrlich. Das sieht einfach ein bisschen zu breit aus, das Ganze. Oh, wisst ihr, was ich hier wieder machen kann? Ich kann hier wieder so ein Ding jetzt nutzen. Eins von denen. Hi, 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 hi. Mal gucken. Gucken, ob ich das nutzen kann. Oh, ja. Das ist. Oh, ja, kann ich machen. Das passt so perfekt. Das ist ja der Wahnsinn. Gefällt mir die Scheune gleich ein ganzes Stück besser. Ich weiß ja noch nicht, ob das jetzt ein bisschen zu extravagant ist, weil das sieht schon ein bisschen hart gut aus. Ich weiß nicht, ob ich es hinten noch machen würde. Ich würde es eigentlich nur vorne hin machen. Das sieht schon echt geil aus, finde ich. Das ist überhaupt gleich von den Seiten. Ja. Das sieht schon echt genial aus, oder? Ich finde das schön. Das ist richtig schön. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob das klug ist, das dahin zu packen. Ich kann mir hier diese Fenster nehmen. Die kleinen runden Fenster, die sollten auf jeden Fall auch hinpassen. Oh nein, das ist zwei breit. Das ist jetzt natürlich schlecht. Aber ich find das schön. Ich liebe diese Teile. Ich habe die noch nie benutzt, aber ich liebe die. Ich habe die schon immer geliebt. Und ich war immer traurig, dass ich es nicht benutzen konnte. Ich würde das hier sogar in der Höhe her so lassen, also ohne dass hier ein Dach ist, dass man halt quasi einfach ein bisschen höher hat. Und vor allem, wenn ihr spielt, wenn ihr auf der Etage spielt, also hier oben halt, und wenn ihr dann halt spielt in dem Haus auf der Etage, dann könnt ihr ja trotzdem hier Sachen anklicken. Weil das ja im Spiel drin, habt ihr ja halt diese Kästchen und sowas nicht, und dann könntet ihr ja halt trotzdem hier rein. Das finde ich eigentlich ganz schön, dass man hier halt trotzdem nicht so die Probleme hat mit dem Spielen und dann immer mit den Etagen rumklicken muss. Das würde wahrscheinlich viele von euch stören. Mich stört das auch immer ganz schön. Deswegen denke ich mir, ist das gar nicht so schlecht, wenn man das freilässt, sodass ihr da alles anklicken könnt. So, ich überlege gerade, diese Tür hier, ich würde schon gerne so eine Tür auch da nochmal hinpacken. Also entweder diese hier, ich mach mal eben Widgets auf. Entweder diese Tür oder halt die Tür. Aber ich finde die eigentlich ein bisschen zu langweilig. Ich find eigentlich die Tür besser, dass man halt quasi hier hinten irgendwo dann reinkommen kann, so als Mensch. Als Tier kann man halt nur hier raus. Und Tiere können diese Tür auf jeden Fall benutzen. Das weiß ich, dafür ist das quasi auch gedacht, weil Tiere hier aus solchen kleinen Türen nicht rauskommen. Dafür wurden extra diese schönen Stalltüren gemacht, dass die hier rauskommen können. Und man hier quasi halt wirklich einen Pferdestall bauen kann. Muss das mit der Tür nochmal neu machen. Constrain your elevation. True. Yay, das ist alles wieder richtig. Keine bösen Cheats mehr aktiviert. So. Jetzt ist das nicht mehr so verschoben. Ja, wird halt dann jetzt irgendwie gucken, was wir fenstermäßig machen können. Fenstermäßig können wir wahrscheinlich eher nur so ein paar Fenster setzen, halt hier hin zum Beispiel. Hier oben ist das nicht wirklich möglich. Hier ist das nicht wirklich möglich. Da werden wir wahrscheinlich eher weniger was. Oh. Das kann man gelten lassen. Ich wollte eigentlich schon sagen, hier kann man nicht wirklich was finden, was dahin passt. Aber das ist ziemlich gut, würde ich sagen, oder? Man sieht halt hier so ein bisschen unten noch vom Boden was. Aber ich finde das ziemlich gut. Würde ich auf jeden Fall machen, weil das gibt dem Ganzen ein bisschen
mehr Charakter, wenn hier oben auch noch ein Fenster ist. Okay, die Fenster hier unten würde ich dann natürlich auch so ungefähr machen. Also ich würde das vom Stil her eigentlich ziemlich ähnlich machen. Ich würde das halt nicht in diesem Fachwerkhaus-Ding machen. Aber ich würde schon die gleichen Fenster und so nehmen. Mit dem so. Das dann vielleicht irgendwie. Ja. Versuche ich wieder das Braun von hier oben zu finden. Einigermaßen. Ja, das passt. Das finde ich eigentlich echt ganz schön. Ich weiß nicht, ob ich an den Seiten noch Fenster haben will. Auf jeden Fall vorne und hinten finde ich ganz gut. Das Problem hier ist halt, das sieht hier bescheuert aus. Vielleicht lasse ich hier dann die Fenster ganz weg. Weiß nicht genau. Also entweder ganz weglassen oder halt nur da eins. Ich glaube, da eins ist schon besser als gar keins, oder? An den Seiten, ja, wie gesagt, an den Seiten glaube ich auch eher weniger. Würden solche hinpassen? Nee, das würde auch, ihr seht, in den Fenstern drin. Oder? Ja, doch, oder? Das ist doch. Das ist von dem Ding hier. Ja, da seht ihr hier diese. Diese Gitter und so. Oh, warum? Alter, wie das hier rumflackert. Seht ihr diese Gitter drin und das sieht nicht schön aus. Das heißt, das würde ich eigentlich auch eher lassen, sondern quasi halt nur hier vorne und hinten die Fenster. Das reicht eigentlich auch aus für den Stall. Und dann würde ich vielleicht eher sowas wie das hier. Halt einfach nur Holzverkleidung. Jetzt vielleicht nicht unbedingt genau so, aber so vom Prinzip her, ne? Außer ich mache hier oben wieder das hin. Das wäre natürlich auch eine Idee. Hier oben so ein bisschen davon. Ein bisschen hier vorne, ein bisschen davon. So, ich probiere es mal. Ich weiß ja nicht, wie sinnvoll das ist, jetzt so aus dem Realistischen betrachtet, dass da oben jetzt dieses Teil, also dieses Zeugs ist. Dieses Fachwerk halt. Sieht halt an sich nicht schlecht aus, ne? Finde ich. Das hatten wir da oben auch. Das sieht halt an sich nicht schlecht aus. Und hier unten würde ich dann halt trotzdem. Oh, das sieht mit dem Fenster richtig gut aus, weil das Fenster genau dazu passt. hier unten würde ich dann halt irgendein Holz machen. Vielleicht aber auch doch auch einfach nur sowas. Obwohl, nee, das ist genau das. Dann vielleicht hier mit dem Teil an der Seite. Wäre vielleicht eine Idee. Warte mal, machen wir das so. So. Und dann das dazu. Dann müsste das genau richtig aussehen. Also entweder natürlich mit Schwarz oder mit Weiß. Weiß wäre jetzt auch kein Problem. Das ist einfach mal Weiß zu machen statt Schwarz. Das sähe vielleicht sogar besser aus, weil das ist schon ein bisschen sehr dunkel sonst. Gucken wir mal, wie das mit Weiß aussieht. Ja, auf jeden Fall besser. Also finde ich schon. Ich finde das mit Weiß auf jeden Fall besser. So, dann hier und da. Mal gucken. Mache ich einmal über die ganze Seite, also über alle vier Ecken verteilt. So, dann noch hier. Mal hier hinten habe ich noch eins vergessen. Hier oben. So. Dann hole ich mir noch andere. Das hier überall hin, wo es hingehört. So. Und dann hier. Ne, das finde ich gar nicht mal so schlecht. Würde ich jetzt echt sagen, das ist ganz cool. Kommen natürlich hier nochmal die Fachwerkteile hin. So. So. Huch. Wie sieht das so rum aus, wenn ich das jetzt so rum mache? Das ist ganz cool.
Oder andersrum? Na, vielleicht doch lieber andersrum. Ich mag das Gekreuzte irgendwie mehr. Ja, das finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Aber ihr könnt mir natürlich sagen, was ihr dazu meint. Wir können auch zum Beispiel eine blaue oder eine grüne Scheune machen. Also einfach dieses Holz. Ich probiere es einmal kurz aus. Einfach dieses Holz grün machen. Passend zu den, zu diesen Teilen hier halt. Zu den Fensterläden. Das würde natürlich genauso gut aussehen. Ich probiere es einmal aus und dann könnt ihr mir ja sagen, welche Variante davon ihr besser findet. Ach Gott, hör mal bitte auf damit. So in der Richtung? Oder ein bisschen dunkler? Ich glaube, schon ein bisschen dunkler, oder? Nee, eigentlich finde ich es so ganz gut. So ungefähr. So. Ich zeige es mal nur von vorne oder von der Seite noch so ein bisschen. So. Dass ihr das halt von der einen Seite sehen könnt. Wie es aussehen würde, muss ich jetzt nicht einmal ganz dunkel. Nein. So. Also irgendwie dann grün. Das sehe mir auch sehr interessant aus. Quasi halt einfach grün angestrichen, die Scheune. Oder halt das Holz. Das wäre quasi die beiden Varianten. Ich zeige es euch nochmal in Holz. So zum Vergleich. So sieht das in Holz aus. Ich finde es ehrlich gesagt in grün sogar besser, wenn ich mir das jetzt recht ansehe. Ich finde es so um eigentlich schöner. Wir haben halt natürlich noch die anderen beiden Seiten gespeichert quasi. Ich finde es eigentlich in grün schöner. Das hat irgendwie was. Du könntest natürlich auch in blau machen und so, aber das Grün passt halt zu den Fensterlehnen hier. Das würde das thematisch ein bisschen wieder aufgreifen. Ich find das echt nicht schlecht, um ganz ehrlich zu sein. Ich find das ganz cool. Ja, ob das hier halt noch hinten hin soll, weiß ich nicht, glaube ich eher nicht. Ich würde sagen, das wurde halt nur so vorne als Verzierung ein bisschen angebracht. Aber das sieht echt genial aus. Oh, ich finde das echt schön. dann würde ich hier auf jeden Fall diesen Weg hin machen. Hier natürlich mit dem passenden Asphalt, der hier auch ganz cool dazu passt. Wenn ihr halt woanders das Grundstück hinsetzt als genau hier, dann sollte das natürlich trotzdem passen, weil das schließt ja hier ab quasi mit dem Grundstück und dann sollte das hier auf jeden Fall alles, also das sollte auf jeden Fall alles hier so sein, da und dann so ganz locker halt zum Rest hin. Bisschen auslaufend. Ja. Irgendwie in der Richtung, würde ich sagen. Es soll auch nicht zu groß sein, eigentlich. Es ist, glaube ich, ein bisschen zu groß hier in der Ecke. So vielleicht eher nur. Ist sonst ein bisschen zu heftig an der Stelle. Hier auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen. Huch, jetzt habe ich mein Fenster verschoben. So. So, jetzt mal ganz grob gesehen. Ungefähr. Das kann man natürlich noch ein bisschen verfeinern dann später. Das ist vielleicht auch hier ein bisschen. Das sieht ein bisschen zu breit aus, oder? Ich weiß es nicht genau. Vielleicht doch mal hier ein bisschen breiter. Das muss halt irgendwie so fließend ineinander übergehen, dass das so ganz organisch aussieht, wie das hier plötzlich so mega breit ist. Aber es geht schon so einigermaßen, oder? Weil es muss ja auch ein bisschen breiter sein, weil hier soll auch irgendwo dann das Auto stehen, irgendwo in der Ecke, hier halt so irgendwo quasi. Ich habe das halt so überlegt, das ist ja jetzt der Autostellplatz, der würde dann hier irgendwo sein, dass man halt dann sein Auto hier irgendwie so abstellt. Zu so einem Dingens würde vielleicht so ein Jeep passen. Sowas in der Richtung zum Beispiel. Dass man das halt dahin packen würde. Man könnte sogar zwei Autos oder sowas hintereinander packen. Dass hier vielleicht auch zwei Autos sind. Kommt halt drauf an. Vielleicht haben die halt. Ich weiß auch noch gar nicht, wie alt die Kinder sein sollen. Ich meine, es könnte auch ein Teenager-Kind sein, was auch schon so ein bisschen im Hof aushilft. Das könnte ja dann auch noch sein eigenes Auto haben. Quasi, dass man dann hier ein, zwei Parkplätze hat, wo man auf jeden Fall sein Auto abstellen kann. Ist aber auch noch genug Platz, um mit den Pferden hier dran vorbeizureiten. Wo endet das? Ja, ist auf jeden Fall genug Platz. Mit den Pferden dran vorbeizureiten. Um hier allgemein halt einfach lang zu laufen, ganz normal. Das finde ich auf jeden Fall wichtig, dass man für all das genug Platz hat.
So, dann könnten die halt stehen. Ich guck mal einmal, selbst wenn man die hier halt parken würde. Also der hätte auf jeden Fall noch genug Platz, um hier ganz genüsslich hinten rückwärts rauszufahren oder hier einen Ringel zu drehen, wie man das halt macht, wenn man Auto fährt, ne? Das fand ich auf jeden Fall ganz gut, diese beiden Stellplätze. Ja, das wäre dann quasi das für diese Folge. Wir haben ein bisschen hier draußen dran gearbeitet, ein bisschen an der Gestaltung hier innen. Ah, ich bin schon relativ zufrieden damit, muss man sagen. Ja, ich hab hier die Tür vergessen. Kann ich vielleicht auch sowas hier machen. Also hier oder da. Wir haben auf jeden Fall die Scheune gemacht, die finde ich ganz cool. Wie gesagt, denkt dran an die Farbe und hier dieses Ding, ob das zu viel ist, ob das jetzt zu, ja, ein bisschen zu edel aussieht. Zu fancy, würde ich auf Englisch sagen, aber ich weiß jetzt gerade keinen passenden Begriff auf Deutsch dafür. Das ist manchmal schlimm. Ob das halt zu viel ist oder ob das so geht. Ja, und dann sagt mir ansonsten noch weitere Ideen. Ich werde dann wahrscheinlich das nächste Mal, ja, weiß ich nicht, vielleicht mit der Einrichtung anfangen? Oder zumindest so ein bisschen die Wände und Böden zu gestalten, würde ich sagen. Ich muss mal gucken, was ich das nächste Mal mache. Wenn ihr auch da irgendwie Ideen oder Wünsche habt, könnt ihr die natürlich auch gerne äußern, was ich das nächste Mal machen soll. Ja, und dann wünsche ich auf jeden Fall euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann nächsten Sonntag zur gleichen Zeit hier wieder und ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Tschüss!